Hallo, Seekreuz-Freunde, willkommen zurück hier auf dem Seekreuz-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Und heute haben wir wieder ein bisschen Entertainment für euch. Ihr kennt das Mond-Neujahrspaket sicherlich, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Man kann 3 Pakete im Arsenal kaufen für jeweils 8888 Dublonen pro Paket. Hier einmal, da einmal, da einmal. Und wir haben tatsächlich jemanden Verrückten gefunden, der das getan hat und ja, jetzt ist stolzer Besitzer der Idrian ist oder wie das Schiff auch immer genau ausgesprochen wird, der Irian, so rum, und er hat mich gebeten, seine Container zu öffnen. Hallo Ronny. Hallo zusammen. Ja, und ihr seht ja hier, wir sind im Arsenal, diese Gegenstände besitzt er bereits, also von daher, ja, schreiten wir gleich zur Tat. Gehen wir mal zu seinem Schiffchen rüber. Und öffnen den ersten Premium-Container von 27. Schauen wir mal. Zack, Premium-Spielzeit. 8 Tage. World of Warships Premium-Spielzeit. Dann geht's weiter. Container Nummer 2. Und da gibt's Tarnung. Und zwar 12-mal Mondkrieger. 100% EP je Gefecht, 75% Kapitäns-EP und 50% Free-XP. Super. Also du kannst ruhig was dazu sagen, wenn dir was gefällt. Ja, alles gut bis jetzt. Gut, die Premium-Tage brauche ich nicht unbedingt, aber alles andere ist super. 750 Dublonen im dritten Container. Auch subi. Da kommt der nächste Container hoch. Und wir haben Free XP, 20.000. Oh, sehr schön. Hast du vor, dir demnächst noch ein Schiffchen zu kaufen oder so? Na, auf jeden Fall. So, nochmal Mondkrieger, 12 Stück. Und dann geht's weiter mit Tarnung. Und zwar 6-mal Typ 59. Das sind die mit den 200% Standard-EP. Die Gefecht sozusagen. Also keine Free-XP oder Kapitäns-EP, sondern einfach nur ganz normale EP je Gefecht. Und der nächste Container ist wieder Free-XP, 20.000. Oh, super. Sehr schön. 40.000 hast du jetzt schon. Ja, ich versuche. Ich will dir eigentlich noch ein Schiffchen gönnen. 750 Dublonen nochmal. Und, noch kein Schiff, oder? Ne, immer noch nicht. Tarnung wieder. 3-mal asiatische Laterne. Das sind 200% EP je Gefecht und 555% Kapitäns-EP. Die sind immer super. Jetzt kommt ein Schiffchen. Und zwar die Irian nochmal. Oh, schön. Wie viel Dublonen gab's? 11.500. Ja, super. Hat sich doch schon gelohnt. Schau. Und ein 10er Kapitän halt, ne? Nochmal drauf. Ja, das ist ja mal super. Ja. Jetzt wird das halt schon eine ganze Ecke besser. Jetzt hat sich schon so ziemlich rentiert, ja. 26.000 minus die 11.000 bist du noch bei 15.000 Dublonen, die du investiert hast. Wieder 8 Tage Premium-Spielzeit sind hier drin. Und wir fahren wieder runter und wir fahren wieder hoch. Und dann kommt wieder asiatisch. Nee, Mosaik ist das. EP je Gefecht 400% gesteigert. Und dann haben wir wieder Premium-Spielzeit, 8 Tage. Und dann geht's weiter mit. Oh, was ist das? Ah! Mond-Neujahrstarnung für die Luoyang. Hast du das Premium-Schiff? Ja, das habe ich schon. Dann hast du jetzt die Sondertarnung für die Luoyang. Die suche ich mir gleich am Ende nochmal raus, wenn das passt. Ja. Mache ich da die Tarnung mal rauf, will mal gucken, wie die aussieht. So, dann haben wir wieder Mondkrieger 12 und du hast noch jetzt 11 Container. Und jetzt geht weiter mit Tarnung, 12 Mondkrieger nochmal. Mir läuft die Nase ein bisschen. 8 Tage Premium-Spielzeit, noch 10 Container. Und wieder Tarnung, wieder Mondkrieger 12 Stück. Und hier gibt's asiatische Laterne, 3 Stück. Und dann haben wir nochmal asiatische Laterne, 3 Stück. Also ein Schiffchen sollte da noch drin sein, finde ich. Dann lohnt es sich richtig mit den Dublonen. Ja, oder noch eine schöne Tarnung für die anderen Schiffchen. Nochmal 3 Mosaik-Tarnungen. Und wieder eine Tarnung. Und zwar für die Huang He. Hast du die schon?
Nein. Das ist jetzt die Tarnung schon mal dafür. Also doch, das Schiff habe ich, das ist richtig, aber die Tarnung jetzt halt. Na, die Tarnung ist ja jetzt das erste Mal dabei. Also dann hast du dafür auch noch die Tarnung. Okay, sehr schön. Und dann haben wir die asiatische Laterne wieder. Diese super Premium-Tarnung. Wir haben noch 3 Container, wieder Free XP, 20.000. Also hast du schon 60.000 Free XP rausgezogen. Und da kommt noch ein Container hoch. Und das ist dann wieder Premium-Spielzeit, 8 Tage. Und dann haben wir nochmal Frühlingshimmel. Auch wieder diese Sondertarnung. 3 Stück, 777% Free XP und 200% EP je Gefecht. Und jetzt haben wir keine Container mehr und da ist auch kein Schiff drin. Da gibt's dann die asiatische Laterne wieder. Ja, und das waren 27 Container, die du häufig erstanden hast, sozusagen. Ich mach mal hier den Filter kurz an. Pan-Asien. Einmal hast du hier noch die Irian, wo die Schneeflocke jetzt drauf ist. Das hier ist quasi die Kutuzov für Pan-Asien mit diesen Super-Torpedos, 13 Kilometer lang, 13,5 Kilometer Torpen auf 68 Knoten Reichweite, Verborgenheit ist 13,3. Die kriegt man, glaube ich, dann auf jeden Fall, du bist ja jetzt schon drunter von der Erkennbarkeit her. Heißt also, ja, man kann damit definitiv verdeckt torpen und man kann 17,5 Kilometer schießen. Okay, dann haben wir die Huanghe, da gucken wir uns jetzt mal an, wie die Premium-Tarnung dafür aussieht auf dem Dampfer. Ich baue mal jetzt mal ein. Ja, zack. Sieht echt cool aus. Sieht richtig geil aus, die Huanghe mit dieser Premium-Tarnung. Mit den Lampions da oben dran. Finde ich geil. Sehr gut. Und dann brauchen wir noch die Luoyang. Und da gibt es diese Tarnung auch. So eine ähnliche zumindest. Ja, okay. Die ist vielleicht ein bisschen zu verspielt. Ein Ticken zu verspielt, aber vom Prinzip her auch nicht schlecht. Ja, cool. Schön, sehr schön. Aber die Stats sind dieselben, oder? Die Stats sind da 3% Erkennbarkeit zu Wasser reduziert, Streuung der Granaten vom Gegner um 4% erhöht, Kosten der Schiffswartung minus 10%, EP Gefecht plus 50%. Das ist genau das gleiche wie die Standard-Typ 10 Tarnung für die Luoyang. Naja, kannst du dir gleich wieder angucken, wenn wir hier fertig sind. Ich danke dir auf jeden Fall, dass wir die 27 Container aufmachen konnten und die jetzt quasi doppelt die Irian bekommen. Also hättest du mir eigentlich eine abgeben können, hätte ich davon eine Schiffsvorstellung machen können. Nein, also hast jetzt auch 62 Tarnung Mondkrieger, damit kannst du sicher auch ein bisschen was anfangen. Und dann sagen wir beide zusammen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Sind jetzt eine kurze 8 Minuten Unterhaltung gewesen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Empfehlt uns gerne weiter. Wir haben auch noch andere, dann auch Infovideos für euch. Immer rund um World of Warships und natürlich auch den ein oder anderen Livestream. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder im nächsten Video hier auf dem Kanal. Und bis dahin, alles Gute, euer Seacrows-Team, euer Ronny und der Maracha. Ciao, ciao.